Willst du hier nicht hier rüberkommen? Nee, ist okay. Nein. Rüber. Ja. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Wir tragen Kisten. Nein, zu We Are Screwed. Ja, heute geht's in die organische Anomalie. Wir nehmen natürlich das gut altbewährte Schiff. Wir nehmen doch lieber Katze. Das. Ja, wollen wir nicht lieber das nehmen, was vier Dinger anbringen kann? Ja, eigentlich schon. Ich meine, wir sind eh nur drei Leute, aber. Ja, aber. Hoppla. So, jeder nimmt sich eine Kiste in die Hand. Sani, was tust du? Achso, ich hab aus Versehen. Ja, ich bin da aus Versehen nochmal dran gegangen. Ich wollte eigentlich die Kiste nehmen. So. Ich warte nur auf euch, wie immer. Wir haben einen Flummi-Mörser und ein Mega-Hamsterrad. Ja, beim letzten Mal haben wir einen Boss ausgeschaltet. Das wird jetzt hier dran gepackt. Der Flummi-Mörser sieht ganz interessant aus. Nee, die kannst du ruhig wegschmeißen. Also die normalen Geschütze kannst du echt wegschmeißen. Die braucht kein Mensch. Ah! Die Crew arbeitet gegen ein. Ah, guck mal, wir haben jetzt wirklich so ein Verlangsamungsfeld hinter uns. Ah, cool. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch Schaden macht. Das müssen wir gleich testen, ob das Verlangsamungsfeld jetzt noch Schaden macht oder ob es nur noch slowt. Ach so, ja, das kann auch sein. Ja, aber wenn es slowt, dann ist es auch gut zum Abhauen, weil die dann ja langsam sind. Ich gehe zum Hamsterrad, ich will das jetzt austesten. Okay. Du hast einen Flummi-Mörser, bedenk das, ne? Die prallen am Wetten ab. An der Mine kannst du das nicht testen. Okay, ich steuere ab sofort nur noch, ich gebe nicht mehr Gas. Was ist das denn für eine Mine? Die ist so schön grün. Giftmine, Giftmine, Giftgas! Kannst du das Rohr kaputt schießen? I can try. Ja. Ja. Das wächst da bestimmt unten war noch Käse. Da unten war noch Käse. Das Ding blitzt! Wo war der Käse? Da war Käse. Hier! Ich komme mir so nutzlos vor in dem Hamsterrad. Es verlangsamt uns auf jeden Fall. Nee, das ist nur zum Verlangsamen jetzt. Das hat keinen Schaden gemacht. Virenbefall. Ah. Wände und Böden, okay. Warte mal, geht das leichter kaputt, wenn es... Ja, das geht dann leichter kaputt. Okay, erst mit dem... Feuerlöscher und dann erst mit dem Schraubenschlüssel. Erst einfrieren, dann weghauen. Also das andere, das Hamsterrad am besten wirklich nur, wenn wir abhauen müssen, nutzen. Könntest du den bitte kaputt schießen? Ich komme hier halt gerade nicht weg. Ich kann nicht durch die durch. Ich bin kein Geist. Ihr müsst mir schon helfen. Ich bin gerade dabei zu reparieren. Lass mich. Um Gottes Willen, die Großen teilen sich in Kleine hier auf. Ich sehe nur, wie wir die ganze Zeit angegriffen werden. Aua. So kann noch keiner arbeiten. So kann kein Mensch arbeiten. Ich kann nicht steuern, wenn ich durchgehend in alle Richtungen geschleudert werde. War da drin jetzt überhaupt irgendwas? Wahrscheinlich bringt es was, das Ding kaputt zu schießen. Was ist das denn für ein Ding? Wahrscheinlich ein Giftspucker. Es hieß auf dem Boden auch. Da kam was raus. Hm?
Geleeknochen. Schrotti mag sie sehr. Bitte repariert, wir werden rumgereicht. Hat uns 5 Gold gebracht. Ja, wir werden trotzdem rumgereicht. Warum sind hier so viele? Wie soll man da ausweichen? Vor allen Dingen, wo die meine Steuerung invertieren. Invertieren deine Steuerung? Ja, wenn die Treppen ist die Steuerung komplett invertiert. Autsch. Das Schiff dreht sich dann einmal. Ich kann dann nicht lenken. Ich sag das euch schon seit 5 Minuten. Oh, ein unbemanntes Raumschiff. Das ist das letzte. Oh, guck mal, das hat 5 Steckplätze. Das ist cool. Ja, Schrotti. Ja, meine neue Herausforderung. Systeme sind deaktiviert. Ich werde testen, ob das Schiff noch gerettet werden kann. Ah, wir arbeiten hier mit Teleportern. Damit habe ich nicht gerechnet. Nimm die Werkzeuge auf und bereite dich auf eine kleine... ein kleines Bumm vor. Ich repariere, liegen die Werkzeuge? Wisst ihr was? Ihr repariert und ich kümmere mich darum, das in den Schrott reinzubringen. Das Gute ist, die kann man alle in dem reinwerfen, weil nichts davon groß ist. Eins habe ich verfehlt. Nein. So. Verfüttert ist schon mal alles. Wo ist der Feuerlöscher? Mopsi mir einfach. Kannst du den Besen nehmen, das muss auch sauber gemacht werden. Wir haben noch irgendwas zu verfüttern. Irgendwo muss noch irgendwas zu verfüttern sein. Hier, nimm den. Zählt nicht, schade. Ja, wahrscheinlich irgendwie ist es durch einen Teleporter geflogen. Oder nach draußen, das wäre doof. Ich hab's. Wo sind denn noch 2 Wände kaputt? Ach hier. Sieht man nicht, weil der Text drüber ist. Schiffsbedingungen sind zu instabil. Initialisiere Order 66. Oh, wie geil! Ich muss einmal raus und wieder reinfliegen. Genau, genau. Einmal kurz weg und dann wieder. Aber mit dem Schiff könnte ich mich anfreunden. Klar, der Teleporter nervt ein bisschen, aber wir hätten hier 5 Dinger. Auf jeden Fall. Hast noch Schrotti sauber gemacht, ne? Ja. Das war wichtig. Gut gemacht, Crew. Ihr habt mich gut unterstützt. Die Riesenschwalbe. Für eine große Crew eignet sich das perfekt. Ist das größte Schiff, das es gibt. Wundere dich nicht, wenn eine Statue und Teleporter ist. Ganz ehrlich, ich sehe da noch einen weiteren Vorteil drin. Das Feuer kann sich dann nicht so stark ausbreiten. Ja, das stimmt. Und bitte. Hilfe. Au. Na, ich für die Zukunft versuche die Großen in Ruhe zu lassen. Die teilen sich nur in 3 kleine auf und nerven dann Ultra. Wie man gerade sehr, sehr gut sehen konnte. Die Viren machen uns langsamer, by the way. Ja, ich bin beschäftigt, ich muss vor denen gerade fliehen. Alles gut, alles gut. War nur eine Information, die ich euch mitteilen. Ich und Kai sind beschäftigt, Kai ist gerade durchgehend am Verteidigen. Er hat uns gerade abgeschossen. Wie war das denn Verteidigen? Und ich bin halt gerade durchgehend auf der Flucht. Was soll ich denn machen? Alles gut, alles gut. Du musst dir gerade das Schiff am Laufen halten. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin dabei. Ich mach doch gerade nichts anderes. Kai, es gibt Wichtigeres als den Käse gerade. Normalerweise schreist du immer nach Käse. Das ist dir alles egal. Da hat er aber recht, Scheidig. Ja, mach erstmal.
Und solange ich nicht sehe, wo der Gegner ist, kann ich auch auf den Käse schießen. Sunny, man kann auch noch anderweitig arbeiten. Ja, ich weiß. Ich habe gerade nur den Kram wieder zurückgebracht, damit ich... Ich weiß das. Ich hätte das gleich schon gemacht. Lass mich arbeiten. Mache ich ja. Oh Gott. Deswegen, ich weiß ich ja nur auf Arbeit hin. Ich habe das schon gesehen. Kai. Ich weiß, das war nicht beabsichtigt, aber du hast den Gegner gerade in uns reingeschleudert. Hilfe! Die Ebene ist anstrengend. Ich hab mich kaputt. Da war der Flummi-Effekt gerade. Boing. Ey, weg hier. Sind wir uns alle einig, dass wir bei der erstbesten Gelegenheit das Hamsterrad gegen was anderes eintauschen? Ja. Yep. Gegen irgendeine vernünftige Waffe. Also das andere Hamsterrad war wesentlich praktischer. Das ist wahr. Ja, da kann man rein. Bitte lass deine Waffe drin sein. Wartet. Ein Autogeschütz oder eine Schrotflinte? Ich wäre persönlich wahrscheinlich eher fürs Auto geschützt. Ich wäre für die Schrotflinte, damit keine anständige Waffe hat. Außerdem ist das eine neue Waffe. Feuert mehr Geschosse, hat aber eine kurze Reichweite. So, ich bin jetzt cool. Passt auf. Ich hab's reingeworfen. So, erstmal direkt die Schrotflinte dran packen, bitte. Müsste das zweite Ding sein. Weg damit. Hier, komm. Ja, ja, das weiß ich. Endlich eine anständige Waffe. Damit kann man wenigstens arbeiten. Nee, wir brauchen dich nicht extra triggern. Ihr dürft den Hund einmal streicheln. Bin dabei. Pet a dog. By the way. Nein, das wollte ich nicht. Wieso gibt es jetzt zwei Schlüsse auf der Karte? Guten Appetit, Schrotti. Wir stehen unter Beschuss. Geht's mit der Schrotflinte besser? Ja, zumindest wenn sie nah rankommen, ne? Es geht zumindest deutlich schneller, weil die Schrotflinte nicht so eine lange Reload-Zeit hat wie der Mörser. In dem Mörser. Jedes Mal, wenn eine Pille aufgenommen wird, wird sie automatisch verwendet. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist eher ein Schrotti verfüttern, I guess. Ja. Okay. Vielleicht ist das auch nur ein Bug. Nee, wir haben zwei Schlüssel. Wir müssen uns gleich mal umgucken. Na, wahrscheinlich für die Kiste da. Kannst du das Ding hier rechts erstmal kaputt machen? Hat sich erledigt. Damit das halt nicht mehr stört. Eine organische Mine. Ist das die erste, die wir kaputt gemacht haben? Ja, dafür ist der Schlüssel. So, eventuell war da was Praktisches drunter. Da ist zumindest irgendein Gerät. Laderaum. Das Ding will ich mir angucken. Die Größe des Laderaums um 10 Einheiten. Na gut, kann man drin haben, ne? Jo. Wir haben gerade nichts Besseres. Hi. Ist schon okay so. Kannst du nach Möglichkeit die organischen Viecher bevorzugen? Ich habe auf das gezählt, was sowieso im Weg stand. Und das waren beide. Ich versuche schon näher ranzugehen, damit du besser treffen kannst. Zielsucherminen. Ich wollte gerade sagen, haben wir Feuer und Virenbefall? Jetzt nicht mehr. Okay, den erstmal wegmachen, bevor der weiter nervt. Viren sind auch weg. Ja, du hast gerade einen harten Job. Ja, ich merk's. Mach mal auf, Kai, bitte. Mach bitte erst auf. Mach bitte erst auf. Miau! In Kursen, falls du für die Tests hier bist, trifft es sich gerade schlecht.
Jemand hat den Begleiterkurs aus der Testkammer gestohlen. Wir mussten alle Experimente abbrechen, ja. Aber laut unseren Scannern befinden sich die irgendwo in der Nähe. Bringen zurück, um die Testkammer betreten zu können. War klar, dass du die Deko sprichst. Ja, wenn ich eine Katze sehe. Also wir suchen jetzt irgendeinen dummen Begleiter-Kubus? Companion Cube! Mach auf! Mach auf! Wir suchen einen Begleiter-Kubus. Hat einer von euch Portal gespielt? Nope. Nein. Ja, also ja. Ja, in Portal gibt's auch einen Companion Cube, einen Begleiter-Kubus. Wieso ist hier so viel los? Ich wüsste es auch gern! Dani sieht unsere Probleme, glaube ich, gerade nicht mal. Ach, ihr schafft das schon. Kai, ich wollte gerade sagen, der braucht nur noch einen Hit. Ich fliege schon extra nach an. Katze, wir bringen dir was. Hier ist auch viel los. Das gibt's doch nicht. Wo Alter. Soll ich hin? Ich versuche alles, um das Schiff am Leben zu halten. Wir wirf lieber die Pillen rein, ganz ehrlich. Ich habe schon keine Ahnung mehr, Nein. Wo ich überhaupt hinfliegen soll. Wir sind komplett umzingelt. Keine Ahnung, wo man dann noch hinfliegen soll. Die eine Pille ist raus aus dem Fenster. Ich hab's gesehen. Ich war gerade mehr mit Fliehen beschäftigt, Sunny. Alles gut. Brave Testperson. Das ist meine. Test abgeschlossen. Testkammer geöffnet. Komm uns besuchen. Ja, aber viel wär's erst, wenn wir hier Feierabend haben, dass hier nicht so viele sind. Testraum. Ein seltsamer Raum, in dem Nekos Leute im Tausch gegen Schrottteile ihre Spiele spielen lassen. Ist das ein Casino? Das macht mir jetzt mehr Sorgen als alles andere. Wir haben Probleme. Nichts Neues. Jetzt hätte ich gerade gerne die Normalversion vom Hamsterrad. Ich habe eine Pille eingesammelt, Sunny. Nutze sie. Aber mach erst das Fenster heile. Ey, Leute. Ihr habt nicht gesehen, wie lange wir jetzt gebraucht haben, um diese Meute abzuschütteln. Aber... Ey, das war mega ekelhaft. Los, ab zu den Katzen. Mau? Können wir die Kissen mitnehmen? Wir können die Kissen mitnehmen. Wir wählen eins. Sagt Stopp. Wir nehmen... ihr sagt Stopp und ich nehme dann hier oben. Stopp. Eine Waffe drunter? Ich habe einen Schuh. Na toll. Na toll. Wir spielen das mit den Katzen am besten nicht nochmal. Das ist, glaube ich, Geldverschwendung. Wenn du was Gutes kriegst, ist es wahrscheinlich gut, aber... Aber guck mal, so viele Katzen. Sunny, das nennt man Belästigung. Nein, Spielsucht. Ich glaube, das Schiff ist voll. Oder? Nee, wir haben doch 10 Plätze mehr. Das Schiff kann nicht voll sein. Natürlich kann das voll gehen. Nein. So viele Miezen. Ich weiß, was mein Thumbnail wird. Hat seine Familie wiedergefunden. Ja. 18 Teile. Ja. Ey, wir lernen. Du lehrst, wir arbeiten. Beziehungsweise ich arbeite, indem ich flüchte. Die alle wieder da. Ja, du darfst die Großen nicht sprengen, bevor die Kleinen weg sind. Die teilen sich nur auf. Drauf geschissen, das sind mehr Ziele, dann hat die Schrotflinte noch eine bessere Hitchance. So, ich fahre jetzt zum Hund, du streichelst ihn und dann gehen wir zum Ausgangsportal. Ignoriere alles andere, streichel einfach nur den Hund jetzt. Diese dumme Invertierung.
Muss zur Pille, ich muss zur Pille, ich muss zur Pille. Ich wollte gerade sagen, repariere jetzt am besten einfach nur. Ich sammle jetzt das Zeug und dann fliege ich zum Ausgang. Infizierter Schrottschütze. Warum stehst du da? Oh Gott, der hat zwei verschiedene Waffenarten. Ich kümmere mich gerade gar nicht um das Kampfgeschehen. Ich muss mich hier um kümmern, dass das Schiff nicht drauf geht. Ist das Level anstrengend? So, wir haben hier was Neues rausbekommen. Was haben wir hier? Weltraum ist jeden. Inklusive vollständigen Set, robuster Werkzeug. Okay. Warum ist die Tür hier zu? Wofür ist das? Ach so, das hat einfach nur zusätzliche Werkzeuge. So, das, so gesehen kann jetzt jeder reparieren. Ja, in Anbetracht der vorherigen Situation ganz praktisch. Aber ich finde, die Katzen, die haben sich nicht gelohnt, da hinzugehen. Also klar, wenn man gutes Timing hat eventuell, aber... Ja. Was wäre, wenn wir alle drei gleichzeitig gedrückt hätten? Hätten wir alle drei was in der Hand gehabt? Dann lass mich das nächste Mal machen. Ich habe ein relativ gutes Timing bei sowas. Und du hast Slacks. Slime Station 7. Wir haben es gerade mal zum dritten Bereich bisher geschafft, ne? Boah, ist da irre viel auf der Karte. Man muss aber auch sagen, die Typen, die die Steuerung invertieren, die sind so ätzend nervig. Also, ich will da kotzen, wenn die einen treffen. Die invertieren einen nicht nur, die steuern einen auch noch in die Schüsse rein. Das ist so ekelhaft. Könnt ihr das Ding eigentlich auch kaputt schießen? Ja, es bekommt Schaden. Es hält seine unverschämt viel aus. Und es ist tot. Brauchst nicht weiter feuern. Egal. Nee, ihr legt es sogar. Ich glaube, ihr könnt es nur kurzzeitig betäuben. Das kommt wieder. Das zieht sich zurück und kommt dann wieder. Ja, ich denke, wir können es auch töten, aber dafür müssen wir da jetzt länger sitzen, weil es sich immer wieder zurückzieht. Ich glaube, der... Ich hab nach rechts... Ich drück nach rechts! Irgendwas hat gerade wieder die Steuerung invertiert. Ich hab nach rechts gedrückt. Ja, der Lebensbalken ist derselbe, das heißt, das Ding passiert sich immer kurz. Dann muss man warten. Ja, man kann es betäuben, aber man kann es nicht umbringen. Töte es! Ich arbeite dran. Okay, es ist tot. Arbeiten. Da. Schraubenschlüssel, Besen. Ich habe einen Feuerlöscher. Ist ja ernsthaft kein einziger Feuerlöscher an dem Ding dran? Doch, klar. Nein. Oh. Besen. Ach so. Probier mal was. Und wir kriegen nicht genug. Wir haben 116. Klar, wir haben genug. Ach so, doch. Okay. Dann ich hab weniger. Öffnet die Kiste, streichelt den Hund. Bitte lass es was Gutes sein. Das ist, glaube ich, eine weitere Schrotflinte. Ja. Behalte es mal später für den Boss, dass wir den Mörser austauschen später. Falls wir nichts Besseres finden. Wo kommen die denn schon wieder alle her? Wo kommen die her, Kai? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Warum belästigen die uns? Ich bin ein Idiot. Entschuldigung, ich habe vorhin die Werkzeugstation weggekeult.
Naja, die Werkzeuge habe ich zum Glück vorher rausgeholt. Die sind noch da. Also kannst du jetzt vom Prinzip hinter die Schrotflinte draufpacken. Dann kannst du auch mit der Schrotflinte in Notfall arbeiten. Die Schrotflinte liegt unten. Ja, ich weiß. Ich muss gerade nur mal eben hier versorgen, dass der Kram weg ist. Ich fliehe in eine Richtung, da sind direkt wieder drei von den Großen. Sunny, um Gottes Willen, hilf ihm mal im Kampf. Der schafft das nicht allein alles. Um Gottes Willen. Da kam eine Pille bei raus. Caesars Laden. Ach, wir haben nur 33. Weg hier, habe ich gehört. Macht auf. Hier will man doch nicht sein. Ey, das Level ist schlimm. Vor allem, wir haben überhaupt nicht die guten Waffen hierfür. Na. No. Dodging Challenge. Oh Gott. Oh Gott, deswegen guckt euch die Karte an. Okay, der Knochen wurde rausgesockt, glaube ich. Nein, der ist noch hier. Ja, aber man kann ihn wieder greifen. Das ist es. Ja. Ja, das geht. Was tust du? Hm? Ich wollte uns von der Wand wegzimmern und hab vergessen, dass der Flummi Bird zurückkommt. Das war voll. Ey, ich will diesen Run einmal kurz bemerken, dass wir einfach so gut wie gar nichts Nützliches außer dem vielen Werkzeugen bekommen haben. Also ja, Laderaum jetzt mal nebenbei, das was wir alles bekommen haben, kannst du so in die Tonne treten. Ich würde mal sagen, wir machen uns besser schon mal ein paar Wege auf. Das falls sagt nötig. Kai immer in Winner-Modus. Ey, der Boss, der wird jetzt so schrecklich, ne? Ja, machen wir uns hier rechts im Weg am besten auch ja, schon mal auch auf. Noch, ne? Ja, wir sollten wirklich hier von draußen erstmal clean, bevor wir in die Mitte gehen. Also in der Mitte ist wahrscheinlich der Boss. Ey, nur mit Schrotflinten und einem Mörser bewaffnet, ne? Ja, das ist nichts. Das Schneckentempo hilft gerade, weil der Rückschuss geht auch im Schneckentempo voran. Wieso lässt du uns das nicht machen? Dann kannst du schon mal weiterfahren. Damit ihr auf Wachposten seid, so gesehen. Eine Sorge weniger. Dann könnt ihr aufpassen, dass wir nicht angegriffen werden. Wenn du uns nicht mit in die Mine reinsperrst. Also wenn beides komplett trifft, macht das gut Schaden auf jeden Fall mit den Schrotflinten. Ja, da ist der Weg nicht mehr begehbar. Ja. In die Mitte gehen wir als letztes. Erstmal hier außen ja, alles klären. Klar. Ja, dann tuf. Oh. Ja, ihr könnt das Ding euch legen. Kai hat denselben Plan. Warte, ich helfe dir schnell, jetzt geht's schneller. Also, der hat uns gerade mal richtig gerammelt. Der wollte es echt wissen. Ja. Also der wollte mal kurz wie Eichhörnchen raufen kommen. Mach du mal weiter. Ja, einer sollte mindestens immer an den Geschützen bleiben. Die Ebene ist echt schrecklich. Und vor allen Dingen die nächsten werden nicht besser. Aber dann nehmen wir wenigstens anständige Anfangswaffen mit. Mach das Ding kaputt.
Da unten geht's nicht weiter. Da auch nicht. Oder ist es nur oberflächlich, wie bei den Bossen? Muss man mal testen. Vielleicht kann man ja da raus. Auf der Karte sieht so aus, als ob man oben auch irgendwie hin kann. Okay, vielleicht ist nicht oberflächlich. Vielleicht muss man dann einfach demnächst oben lang, oben rum. Wirklich gehört. Dann freue ich mich, wenn wir das letzte Schiff benutzen, ne? Mit den 5 Teilen. Wartet, bevor ich weiterfahre. Genau. Lassen wir Sunny erstmal zu Ende reparieren und ihn an sich an ein Geschütz setzen. Komm, setz dich dran. Let's die. Ach, ist das nicht mal ein richtiger Boss? Nein. Mini-Boss. Oh nein, das sieht nach einem Angriff aus. Diese Spucker werden uns nicht so einfach gehen lassen. Ich hab gehört, ihr macht erstmal okay. Die an der Wand kaputt. Ja, das klingt nach einem Plan. Ich hätte gerade gerne wieder den Laser, sag ich wie es ist. Ja, wir hatten nur genügend. Wir haben ja dieses schwache Hamsterrad mitgenommen. Wir machen erstmal die an den Wänden platt. Das klingt doch eher nach einem Plan, weil die den Virenbefall auslösen können. Die Charger können wir auch noch danach fertig machen. So, jetzt. So. Die schafft Kai auch allein. Eben, dann gehe ich mal kurz hier reparieren. Und die Viren wegmachen. Als ob. Kai, das hast du auch gesehen, ne? Der eine hat. Der hat ihn in uns reingeschoben, der eine. Das ist auch mal interessant. Der eine Bot hat den anderen in uns reingekickt. Nächste Gegnerwelle kommt. Jetzt kommt wahrscheinlich ein kleiner Boss. Ja, der große Spucker. Wer auch immer zum Putzen eingeteilt ist, kann einem leid tun. Oh. Sunny. Ich wollte auch gerade Sunny sagen. Ich wusste das genau, dass ihr mich nennen wollt. Deswegen dachte ich, verdammt. Ich dachte, ich komme schnell genug durch. Spawnen die Kleinen wieder? Wenn nicht, mach die erst kaputt. Kai, du schaffst das, ne? Ich muss gerade mal kurz den ganzen Schlons hier wegmachen. Dann tut er uns nachher nur. Ach, die kriegen auch Schaden durch den Nebel. Wenn. Guck mal, das schadet denen auch. Ja, wir haben eh nichts raus. Wir haben gerade ein anderes Problem. Wir haben eh außer dem Pillen nichts, was rausgeschossen werden kann. Das Problem ist, zu dem hinzukommen. Ja, Sunny, reparier erstmal. Ich versuche, mach den Rest tot. Genau, den hatte ich auch schon angeschossen. Ich wollte ausweichen. Die machen die Kugeln von denen machen auch noch so ein komisches Feld. Aua. Die machen das. Sunny kann einem leid tun, er muss jetzt die ganze Zeit putzen. Eher reparieren wie putzen, aber ja. Oh, spawnen die wieder? Ja, die spawnen wieder. Unangenehm. Nachdem er geschossen hat, setzt sich einfach auch an ein Geschütz. Der braucht echt lange, um wieder zu schießen. Halt einfach mal auf den Boss drauf. Der braucht echt lang zum Schießen. Das hat tatsächlich gerade sehr gut geholfen, um von dem wegzukommen. Es ist auch noch so schön, dass eine Pille ihm kurz reinwerfen. Kannst ruhig an dem Geschütz dranbleiben. Ich schmeiß nur die Pille rein. Nee, geh lieber an die Schrotflinte. So, und jetzt haltet drauf, wenn ich gleich bei ihm bin. Einfach draufhalten, der stirbt schon. Perfekt. Der hat echt lang zum Schießen gebraucht. Das war wahrscheinlich auch der Sinn und Zweck der ganzen Sache.
Ja. Nächster ist der Ausrüstungsraum. Juhu! Habe ich auch gehört. Was Besseres holen wir, den Kack-Hamsterrad. Ich denke mal, das andere Hamsterrad hätte tatsächlich was gebracht, aber dieses Verlangsamungsfeld hat echt nichts gebracht. Nee, nicht wirklich. Ich denke mal, in der ersten Ebene von dem anderen, da hätte es was gebracht mit den vielen Chargern, aber hier war das komplett useless. Das war so extrem useless hier. So, wie lange haben wir gebraucht? Wahrscheinlich eine Stunde. Nee, fast. Ich habe die Errungenschaft mit im Kopf durch die Wand. 34 Zusammenstöße mit der Umgebung. Und ich habe Schrott hier gepaddelt. Kai war der Jenseitsberater. 98 Gegner vernichtet. Das war eine grauenvolle Ebene. Und die nächsten werden nicht besser. Ich hatte Befürchtung, was uns auf der nächsten Ebene erwartet. Guck's mal! Aber ich würde sagen, wir holen uns das nächste Mal andere. Guck's mal da oben mal Schilden! Oh! Guck mal, das ist eine Katze! Katze! Mau! Wir haben Haustier! Da hat sich ja doch irgendwo gelohnt mit den Katzen. Ja, ich würde mich jetzt verabschieden, deswegen würde ich sagen, also hätte ich gesagt, holen wir beim nächsten Mal. Ja, wir holen beim nächsten Mal und Zeug. Ich weiß nicht, ob die bleibt. Ja. Warte. So, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Das war anstrengend genug für uns. Ein bisschen von der Qual habe ich rausgeschnitten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ne, Leute? Ich sage einfach gar nichts. Ich dachte, da kommt noch was hinterher. Ja, ciao. Ciao.